Hallo und willkommen bei A4. Und ich habe mich entschieden, wir gehen doch nicht runter oder nach Süden zu der Armee, sondern wir konfrontieren die erstmal. Denn ich habe eine Theorie, dass wir vielleicht gegen die kämpfen könnten. Und vielleicht ist ja jemand von denen jemand, den wir noch nicht analysiert haben. Also, es reicht, Drachenritter. Wir haben lange genug in diesem Land nach den Splittern eines Kristalls gesucht. Kapier's doch endlich, wir sind zu spät. Die ganzen bösartigen Monster hier und das fehlende Wissen über Kristalle in dieser Welt sprechen immerhin dafür, dass sie ihren eigenen Kristall bereits vor vielen Jahren verloren haben. Du hältst an einer finalen Fantasie fest. Ah ja, okay, gut, da ist ja der Final Fantasy Hinweis, dass es jeder versteht. Aber die Realität ist nun einmal anders. Drachenritter. Ich sagte, dass wir hier bleiben. So lange, bis wir wenigstens die Splitter des hiesigen Kristalls gefunden haben. Das scheint die Abenteurergruppe zu sein, von welcher der Bürgermeister erzählte. Du bist doch nah an die Vergehen. Nein, wir erinnern sie an ihre Pflicht. Sind wir überhaupt geheilt? Egal. Hey, ihr da. Kann ich dir helfen, Mädchen? Ihr habt dem Bürgermeister versprochen, auf einen Botengang zu gehen. Habe ich recht? Du bist gut informiert, Mädchen. Darf ich dich fragen, was du von uns willst? Dieser Stadt ist es sehr wichtig, dass der Shogun erfährt, dass sie auf seiner Seite steht. Ich muss dich also darum bitten, den versprochenen Botengang sofort zu erledigen. Oder die Aufgabe an eine kompetentere Gruppe abzugeben. Das ist alles. Diese Frau hat recht. Wir haben die Aufgabe angenommen und sollten die Bewohner dieses Dorfes nicht länger warten lassen. Komm schon, das sind nur Bauern. Die haben alle Zeit der Welt. Wir erledigen den Quest, sobald wir die Kristallsplitter gefunden haben. Kristallsplitter? Reden wir hier von Bergkristallen oder Edelsteinen? Weder noch, wir suchen die Elementkristalle, in welchen die Elemente Feuer, Wind, Wasser und Erde gebannt wurden. Die Zerstörung dieser Kristalle lässt das Böse in diese Welt hinein. Aus eben jenem Grund sind wir hier und gehen nicht diesen sinnlosen Quest nach. Die Kristalle haben nun einmal Priorität. Elementkristalle? Seid ihr sicher, dass man euch keine Lügen aufgetischt hat? Solche Sachen gibt es doch nur in drittklassigen Fantasy-Geschichten. Es stört mich nicht, wenn du es nicht glaubst, solange wir selbst von der Wichtigkeit dieser Aufgabe wissen. Gut, okay, dann erledige ich die Aufgabe des Bürgermeisters und ihr bleibt hier stehen und sucht weiter Kristalle. Hey, warte mal. Wir haben den Quest zuerst angenommen. Das Gold für die Belohnung gehört uns alleine. Dann erledigt die Aufgabe und zwar jetzt. Dieses Dorf hat keine Zeit, um auf euch und eure Fantasien zu warten. Abgelehnt. Dann erledige ich sie. Nur über meine Leiche. Oh ja, wir kämpfen gegen sie. Oh, wir sind auch voll geheilt. Und Jackpot, wir haben noch gar keinen von denen analysiert. Dann will ich mal hoffen, dass ich... Oh, okay. Dass ich jetzt nicht gerade schon zu stark vorgehe, deswegen versuche ich gerade schwächere Karten zu nehmen. Oh, aber wer von den dreien ist der Boss? Okay, der Drachenritter ist der Boss, dann können wir... Okay, die haben alle viel Leben, also dürfen wir trotzdem nicht zu zimperlich vorgehen. Ich hoffe, wir werden diesen Kampf überleben. Denn wir wollen ja gleichzeitig alle drei analysieren, also... Das ist immer... Ab da haben wir freie Bahn. Aber hoffentlich leben wir da alle drei noch. Gut, dann können wir schon mal alle Schläge auf den schwarzen Magier konzentrieren. Ein Magier, der mit den Grundelementen Feuer, Eis und Blitz angreift, ohne dabei jedoch wahre Elemente zu entfachen. Sein Gesicht ist so schwarz wie die Nacht. Und Sapporo oder in Sendai treffen wir auch einen. Dabei sind anscheinend nicht so häufig. Verteidigen. Oh, das ist schöne weiße Magie.
So regenbogenmäßig so. Rainbow. Mhm, der Drachenritter greift Moja an. Da 50, ja, das könnte mit der Ulti von dem wahrscheinlich noch ein bisschen. Junge, wir brennen. Aber nicht als Effekt, sondern nur. Aber könnte sicher dadurch entstehen, glaube ich. Ja, dann. Ne, alles auf die schwarze Margarine. Ich sehe schon die eine Info-Analysekarte bei Kotomi bald, also. Theoretisch rechtzeitig für. Bevor wir die weiße Magierin töten. Hoffentlich. Ja, Schwarzmagier ist auch was. Ja, das schaffen wir. Ich glaube, die Karte habe ich noch nie eingesetzt, kann das sein? Also die mit dem Auge gleich am Anfang, die erste. Och nö, die Gegner sind schon wieder dran. ich wollte eigentlich uns heilen. Ah, ja, und hier halt die Gegner. Ah, okay, gut, dann musste ich gar nicht blocken, weil die auch die Gegner geheilt hat. Oh, das ist gar nicht gut. Warum sage ich, das ist gut? Ich muss blocken. Warum bemerke ich das nicht? Fang ich schon wieder damit an. Und es ist schön, dass wir beide gleichzeitig angefangen haben zu blocken. Ich habe mich mit dem Gegner abgesprochen. Und wir haben die Analysekarten, das heißt, wir können gleich all-in gehen. Und wir greifen natürlich die an, die heilen kann, denn das macht je Sinn. Eine seltsame Magierin, die sich auf die Heilung ihrer Mitstreiter spezialisiert hat. Ihr Gesicht ist aschfahl, fast schon weiß. Und anscheinend sehen wir dieselbe Kreisegruppe in Sendai, genau wie in Sapporo, aber ich bin mir nicht sicher. Gut, Moja macht einfach mal das, was er am besten kann. Hier, das sind ja so Männchen und den Tod. Weil wenn die down ist, können die wenigstens nicht mehr geheilt werden. Und dann haben wir einmal weniger Schaden pro Rot. alle ist gut. Info hätte ich noch gerne und alle. Und dann werden wir noch den letzten anschauen. Der Drachenritter. Ein starker, wenn auch nicht sonderlich schneller Krieger, dessen Sprungangriff von vielen gefürchtet wird. Oh nein, den sehen wir nachher, den Sprungangriff. Ich weiß es auch. Ah, das ist nice. Hat ihm sogar mehr Schaden gemacht, das finde ich schön. Okay, heilen. Wir lassen uns dieses Mal nicht lumpen. Können aber eigentlich nur heilen gerade. Komm, Gift, keine Ahnung, können wir eh nicht benutzen. Also bringt uns gleich auch nicht mehr viel, also. Ja, Level. Ja, wir nur noch diesen miesen Schutz, aber hey. Besser als nix. Und noch der Drachenritter greift an. Nicht möglich. Gefällt mir ja nicht so. Schwach, also verwundet, oder? Ja. So gehen wir halt vor. Die sind ja wieder voll geheilt. Wie soll ich das jemals schaffen? Oder sind wir einfach. Sind wir einfach noch zu low level dafür? Machen wir zu wenig Schaden?
Hier, die heilen sich ja schon wieder. Das, hä? Selbst wenn ich alle Angriffe... Och nö, jetzt... Jetzt verliert er auch noch so mega viel Leben. Und der Schaden, der wird eh gleich geheilt sein. Och nö. Leute. Oh, wir haben zweimal die Mega-Ulti. Ja, weg mit dem Heilen. Weg mit dem Heilen. Könnte vielleicht mit Kotomi noch, aber Tomoya ist jetzt durch den Virusausbruch stark angeschlagen. Und das gefällt mir nicht. Na, nee, wird wahrscheinlich sowieso wieder der Große geheilt, aber... Was sollen wir machen? Nein, ich will keinen Schaden bekommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird übel. Das wird sowas von übel. Ah, okay, das hat funktioniert. Na, das finde ich doch schon mal gut. Das gibt dem Ganzen noch eine erfreuliche Wendung. Aber es stimmt, das sind ja normale Gegner. Nur bei Bossen funktioniert es theoretisch nicht, also. Und es gibt die Chance, dass es bei normalen Gegnern funktioniert. Irgendwie so war das. Ich erinnere mich nicht mehr dran, das ist lange her. Da haben wir einen guten Block jetzt. Ja, Kotomi wird noch länger aushalten. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt im schwarzen Magier den Rest zu geben. Weil Tomoya wird wahrscheinlich nach einer Ulti des Bosses draufgehen. Wenn nicht schon davor. Deswegen fände ich es ganz nett, wenn wir jetzt den schwarzen Magier noch hinrichten würden. Aber ob das jetzt noch wird oder erst nächste Runde, wird eh schon angegriffen, also ist jetzt egal, aber. Ob wir jetzt viel mit dem Heilen bewirken konnten, ist jetzt auch dahingestellt, aber. Shion, warum hat Shion kein. Oh nee, Shion wird auch nicht mehr lange gemacht. Wie ist der schon wieder dran? Dieser Lump. Ich habe keine Ahnung, was ich. Was? Aber wir leben. Das ist doch schön. Das ist erfreulich. Warum auch immer jetzt diese Boss-Ulti-Melodie kam und dieser Strahl runterkam, aber ist ein Magier. Wer weiß das schon so genau. Ja. Ja, müssen wir schauen, wie es wird. Wir können auf jeden Fall sogar jemanden mit 25%iger Wahrscheinlichkeit wiederbeleben. Ja, cool. 40. Geheilt. Das will's ausmachen. Wobei Tomoya vorher durch die 40 überlebt hat, also. Natürlich, wenn er unsere Heilerin tötet, können wir uns nicht mehr wiederbeleben. Aber die hat noch am meisten Leben, deswegen ist es. Und jetzt sind wir alle schwach. Danke. Aber er ist vergiftet, also müssen wir nur aushalten.
Weil das so einfach ist. Aber eigentlich sieht es ganz gut aus, muss ich sagen. Weil er kann ja nur einen pro Runde angreifen. Passiert gerade das, was ich denke, was passiert? Oh ja, wir haben es wieder mal geschafft. Wir haben super Glück. Und ich bin so stolz drauf. Passiert gerade erst zum zweiten Mal für uns und ich bin so happy. Ja, weil wir haben wenig Leben. So war das ja, ne? Dadurch war das abhängig. Oh, nice. Hätten wir aber auch ohne geschafft. Du bist gut, Mädchen. Ich glaub's nicht. Sie attackierte schneller, als ich meine Vita-Zauber sprechen kann. Ja, die haben mich auch ganz schön aufgeregt, diese Vita-Zauber. Beurteilt Leute nicht nach ihrem Aussehen. Das ist eine äußerst wichtige Lektion, hört ihr? Drachenritter, vielleicht sollten wir diese Aufgabe wirklich langsam angehen. Wir treffen unterwegs sicherlich noch weitere Reisende, welche eventuelle Informationen über den Kristall für uns haben. Und vergiss nicht, dass wir ein hübsches Sümmchen im Voraus kassiert haben. Wir sind es ihnen also quasi schuldig. Du solltest auf deine Mitstreiter hören, Drachenritter. Schon gut, ich gebe mich geschlagen. Schwarzmagier, kontaktiere Sid, damit er uns mit seinem Luftschiff abholen kommt. Ich habe nämlich keine Lust, unterwegs in Zelten schlafen zu müssen. Ach ja, der gute alte Sid, der in jedem Final Fantasy vorkommt. Nur anders. Gute Idee, danach könnt ihr euch immer noch euren Kristallchroniken widmen. Crystal Chronicle? Final Fantasy Crystal Chronicle? Nein, nein, nein. Können wir jetzt bei dem Typen noch was sagen? So, ja, wir haben es denen gesagt, oder? Oder ist jetzt einfach gut? Uff. Oh, ihr seid bereits wieder da? Dann darf ich annehmen, dass ihr dafür gesorgt habt, dass die Nachricht unterwegs ist. Ich musste Gewalt anwenden. Aber ja. Sie sind auf dem Weg nach Naniwa. Naja, Hauptsache es dient der Sache, nicht? Hier ist eure Belohnung. 1000 Gold. Ich wollte gerade sagen, ja, ist okay. Death Buff. Die Karte ist noch ein kleines Draufgabe für eure Einsatzbereitschaft. Es ist selten, dass man so einsatzwillige junge Leute findet. Kein Problem, wir haben nicht so viel zu tun müssen. Oder so. Aber ja, das wäre jetzt erstmal, was wir hier in Sapporo haben. Und wir sind beim Kirschblütenbaum. Oh, ist es, ist es der beim Kirschblütenfest? Wahrscheinlich, dieser Baum. Natürlich ist es der. Oh, diesen eigenartigen Baum, der trotz der klirrenden Kälte in voller Blüte stand, hatte ich bereits einmal zuvor gesehen. Ach nee, wir haben den öfters gesehen mit allen Enden, okay? Auch wenn es nur ein Bild aus einem Traum gewesen war, einen solchen Anblick vergaß man nie. Die zart rosanen Blüten, die unter dem Schnee ächzten und dennoch sich weigerten aufzugeben. Es ist der Baum aus dem Traum, den ich von dieser anderen Zeitlinie hatte. Der Baum aus Kotomis Zeitlinie. Er muss wirklich uralt sein. Hier wird also irgendwann Iwamizawa entstehen, meine Heimat in Kotomis und Karins Zeitlinie. Und dieser Ort ist der Ursprung des Schreins, der Kotomis Familie gehört. Dieser Ort erfüllt mich mit Ehrfurcht. Es ist fast so, als könnte man die besseren Zeitlinien hier spüren. Wenn ich nur den Arm ausstrecken könnte, um sie zu greifen, ich würde alles dafür geben. Ich muss hier weg. Nein, da ist eine Truhe. Ah, okay. Kombinationspunkt erhalten. Was ist das denn? Nutze diese seltenen Punkte, um versteckte Kartenkombinationen auszudecken. Ah. Was? Eine unsichtbare Findermedaille, die haben wir doch glatt übersehen. Jo. Genau. Panzerbrecher. Diese Karte erhält eine 55%ige Chance, den Status schwach zuzufügen. Ah, sowas. Ja, der Baum, der ist schon schön. Aber so sind die Kirschblütenbäume.
Mal schauen, da ist Tokio, ne? Also... wahrscheinlich kommen wir auch mit der Zauberstunde und so kommen wir auch mal irgendwann noch hin, aber... wir wollen ja jetzt erstmal auch Sachen abgrasen, das macht man so in einem RPG. Eine alte Ruine. Und... Sendai. Also haben wir nächstes Mal eine sehr wüstige Folge, denn wir werden wahrscheinlich auch nur noch kurz die Sachen abchecken, die zwei wahrscheinlich eine kleine Quest haben und dann weiter nach links reisen und so weiter, um einfach nur mal die Sachen abzuchecken, bevor wir nach Tokio gehen. Wird wahrscheinlich noch ein paar Folgen dauern, aber ich find's toll. Bis nächste Folge. Ciao.